Schleimgelee. Schleimtropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Ha? Durch Elemente beeinflusst werden kann er also. Wo kam denn das Vieh gerade her? Ich bin ja sonst immer so der Schwerttyp, aber ich fühle mich hier gerade mit der Axt weitaus besser. Ich muss aufpassen, dass ich meine Ausdauer nicht verbrenne. Ah, schön, so ein kleiner Hyrule-Flügel. Und hier ist der andere hingebrochen. Kann ich eigentlich auch zoomen oder so? Mal gucken. Links, rechts. Apfel und Grillflügel. Der wird bestimmt nicht mehr schmecken, weil wie lange müsste er da schon in den Fass gelegen haben? Gegrilltes Geflügel entfaltet auch ohne Gewürze einen angenehmen Geschmack. Durch das Grillen wurde außerdem der Heileffekt verstärkt. Natürlich wurde er das, natürlich wurde er das. So, ein weiterer Bockblin. Das war geil gerade. Lass deine Keule liegen. Bockstock. Hiermit erschlagen Bockblins ihre Beute. Dabei geht der Stock sehr schnell kaputt. Aber das ist ihnen dann auch egal. Aha. Ausholen, werfen. Ah, ja. Das lassen wir mal lieber mit der Axt. Und noch ein Bockblinhorn. Mal ein bisschen näher hier ranrutschen. Komische Geräusche, ich weiß, aber muss gerade sein. So. Ich bekomme nicht gerade so eine kleine Nackenstarre, während ich die ganze Zeit hoch auf den Fernseher gucke. Da muss ich mir auch noch ein bisschen was Optimiermales einlegen. Das wird so geil, wenn wir später irgendwann mal da hinten sind bei dem Vulkan. Das Einzige, was mir gerade noch so ein bisschen fehlt, ist Musik in diesem Spiel, aber es wird sich wahrscheinlich auch noch irgendwann ergeben. Bockblin, das ist Bockmist, da hinten ist eine Truhe, ich will die Truhe. Shit! Hilfe! Hab ich nicht aufgepasst. Ich hätte das Ding einstecken müssen. So, jetzt hat er nämlich nichts mehr zum Fighten. Die Wolke hat gerade die Szenerie sehr, sehr düster gemacht. Ich weiß gar nicht, ist der Tag-Nacht-Wechsel eigentlich schon aktiviert? Was macht denn die Sonne? Die Sonne steht am Horizont. Vogel! So, hier war doch gerade irgendwo ein Fragezeichen, oder? Oder habe ich mir das eingebildet? Okay, also aus Sicherheitsentfernung die Fässer öffnen. Hier war gar nichts drin. Schiebung, wie gemein. Ausdauerschrecke, aha. Diese Heuschrecke kann den ganzen Tag herumspringen, ohne müde zu werden. Mit Monsterzutaten gekocht, da gibt es hier eine Medizin, die Ausdauer regeneriert. Ach, ist ja geil. Die Wolken verunsichern mich hier gerade. So, als würde irgendwie was Drohendes über mir hängen. Ich würde gerne mal wieder das Ding wegstecken, danke. So, was ist jetzt hier drin? Hat sich das gelohnt oder ist das eine Monstertruhe, die mich frisst? Hylia-Hose, traditionelle Beinbekleidung in Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um die Beine und ist gleichzeitig widerstandsfähig genug für Reisen. Das ist doch cool. Dann zieh ich doch das mal an, siehst du mal. Neue Kleidung, sie sieht sogar anders aus. Ich freue mich. Yeah. Wenn ich die später auch noch färben kann, dann ist aber Himmel. So langsam verstehe ich, warum das Spiel so ewig gebraucht hat, bis es endlich mal rauskam. Okay. Jetzt gerade keinen Grashüpper gefunden.
Ich weiß, mit einer Axt auf Gras einschlagen ist richtig heldenhaft. Aber bisher hat sich das doch alles schon mal ein bisschen gelohnt. Das ist schön. Wir sind wohin gegangen und wurden nicht komplett enttäuscht. Wie das halt vielenorts immer so ist. Jetzt vielleicht nicht in den Zelda-Spielen, da gibt es meistens immer irgendwas zu entdecken. Zitadelle der Zeit. Was? 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 Alter. Was ist das denn für ein Ding? Wahrscheinlich müsste ich es erkennen, aber tue ich gerade nicht. Antike Schraube. Diese Art Schrauben wurden offenbar in antiken Maschinen verwendet. Sie sind aus einem unbekannten Material und scheinen nahezu unverwüstlich zu sein. Wenn das hier die Zitadelle der Zeit ist, dann muss ich da jetzt rein. Weil vielleicht hat er ja irgend so ein Penner sein Schwert vergessen, weißt du? Ich weiß ja noch immer nicht, wo wir hier eigentlich sind. In welcher Zeitlinie. Es gibt ja drei mittlerweile bei Zelda. Weiß nicht, wann das war, das die Zeitlinie, in der Ganondorf gewonnen hat? Ich weiß nicht. Möglich ist es. Es ist vieles möglich. Antike Feder. Solche Federn wurden in Maschinen der untergegangenen Zivilisation verbaut. Egal wie weit man sie dehnt, sie gehen nicht kaputt. Sie ist so leicht, dass sie auf Wasser schwimmt. Aha. Okay. Können wir uns aus dem Floß draus bauen, wenn wir genug davon haben. Noch eine antike Feder. War die jetzt eine andere Feder? Nö, zweimal die gleiche. Nee, brauche ich jetzt nicht in die Hand nehmen. War da gerade so ein Ansatz von Musik? Habe ich da gerade was gehört? Warte mal, ich gehe mal kurz in die Einstellungen. Ich gehe mal kurz in die Einstellungen. Textfenster Standard, was kann man denn noch machen? Dunkel? Aha. Bildschirmanzeige Profi? Nee, wir lassen die mal ein. Okay, ich kann nirgendwo den Sound lauter stellen. Ich habe blöderweise gerade vergessen, wie man sprintet. Das war geil. Ah, so sprintet man, okay. Ich habe hier nämlich irgendwie das Gefühl, als wäre hier noch irgendwas, außer ein paar Schrauben. Okay, hier offenbar nicht. So, weil ich gerade ein bisschen... Es geht. Es ist so geil. Ich brauche gar nicht mehr Assassin's Creed spielen. Ich kann jetzt in Zelda springen und klettern und geiles Zeug machen. Weißt du, noch bin ich geflasht. So in 20 Folgen dann, ja, scheiß Klettern, ey, nie kommt man hier irgendwo rauf. Genießen wir es, solange es noch schön und neu ist. Das wird lustig, wenn er mich jetzt von oben runterschlägt. Kauabanga! Finde ich nett, dass du immer so schön blöd erstmal... Von oben gespalten. Lasse Bluten wäre stolz auf mich, aber er hat noch was fallen lassen. Bockblindenhauer. Diesen stumpfen Zahn hast du nach dem Sieg über einen Bockblinden erhalten. Zusammen mit Insekten und Ähnlichem gekocht, lässt er sich zur Medizin verarbeiten. Ha. Okay. Antikes Zahnrad. Dieses Zahnrad stammt zwar aus einer uralten Maschine, aber es sieht so aus, als wäre es erst gestern hergestellt worden. Okay, prinzipielle Frage. Wenn diese ganzen Teile so super die Zeit überdauert haben, wieso sind die ganzen Maschinen Schrott? Was ist denn der Schwachpunkt in der Konstruktion gewesen, wenn der Rest so super genial ist? Wahrscheinlich war das Magie, ne? Magie ist meistens schuld an so einem Scheiß.
Habe ich dich da unten schon ausgenommen? Ich glaube, ich habe dich schon von unten ausgenommen. Genau. Ich kleiner Looter, ich gleich ist mein Inventar voll. Pass auf. Geht das hier überhaupt? Kann das Inventar voll sein? Ich befürchte fast. Oh, guck mal hier. Wie geil. Kleine Töpfe. Keine Rubine drin. Holzpfeile, 5 Stück. Die gewöhnlichste Form von Pfeilen. Jetzt auch im praktischen Fünfer-Set. Sie sind aus robustem Holz geschnitzt. Das ist sehr schön, dass es die Truhe gefunden. Lass mich raten. Es wird ein Hemd sein. Nein, ein Bogen. Reisebogen. Ein kleiner Bogen, wie ihn Reisende zur Selbstverteidigung mit sich führen. Solange man Pfeile hat, kann man hier mit Feinde aus sicherer Entfernung bekämpfen. Ja, mir gefällt die brachiale Axtmethode aber gerade besser. Okay, spannen und schießen mit dem Ding. Okay. Ah, selbst hier kann ich die Gyrosensoren benutzen. Das ist viel besser als diese verdammten Controller. Das freut mich. So, weg damit. Huh. Nasse Füße bekommen. Der Schatten hier ist ein bisschen seltsam. Oder bedeutet irgendwas? Oder ist das... Nee. Oder doch? Ah, okay. Es ist ein Schatten. Hätte jetzt sein können, so dass hier unten von hier Licht reflektiert wird und... Was ist denn das hier schon wieder? Warte mal einen Moment. Das ist ja... So ein verdammtes Mistding hier. Stecken einem ständig sämtliche Leute ihre Telefone zu, von wegen, ey, bearbeite die mal. Und dann lassen die sich noch nicht mal auf Tonlos stellen. Ich hab's jetzt mal versucht. Hoffentlich ist das Ding jetzt ruhig. Keine Lust, mir hier ständig falsche Tonsignale zu schicken. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gehört habt. Wenn nicht, ist umso besser. Antike Schraube haben wir uns schon durchgelesen. Was ich hier alles besteigen kann, ist ja... Ja, dieses Let's Play wird ein paar hundert Folgen haben, das weiß ich jetzt schon. Es sei denn, es ist nach Folge 5 gefleckt von Nintendo und darf nicht weiter ausgestrahlt werden. Aber das ist ja dann... Aha, hier sind also kleine Statuen. Die erinnern auch so ein bisschen an diese Riesengötter. Naja, mal abgesehen davon, dass die keine Flügel hatten und im Prinzip nur ein großer Körper waren. Gibt's schon immer Engel hier in Hyrule? Ich meine, ja, ich kenne die Feen, ich kenne die Riesen. Aber richtige Engelsstatuen? Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Das ist gut, deswegen habe ich das gemacht, damit sie sich freut. Siehst du mal, die Göttin kann ich nicht besteigen. Hätte ja sein können. Guck mal einer an hier. Ich muss noch nicht mal springen. Und der ist schon oben. So, jetzt mal kurz überlegen. Komme ich da rauf, ohne meine Ausdauer komplett aufzubrauchen? Ich hoffe, dass ich hier mal kurz verschnaufen kann. Kann ich sogar? Okay. Dann sind wir gleich auf dem Dach der Zitadelle der Zeit. Echo? Okay, das war jetzt nicht so geil, wie ich mir das erhofft hatte. Das kriege ich aber besser hin, indem ich woanders raufkletter. Hep. Dim.